So, da geht's auch weiter bei God of War Teil 2 und ich habe ja schon vermutet, dass jetzt irgendwas passiert und ich bin mir schon fast sicher. Oder? Ja, ich wusste es auch. Schon wieder so ein Minotaurus-Vieh. Das ist immer so, immer wenn Kisten so einfach so blöd in der Gegend rumstehen, dann kommt wieder irgendwas Gemeines. Aber der Minotaurus wird auch nicht lange leben. Oh, ich muss hier weg. Komm, hau ab, Harpier. Als ob du jetzt hier mein Problem wärst. Das einzige Problem ist, dass der Minotaurus im Weg steht und ich nicht weiterkomme. Ja, und ich benutze mal wieder nicht meine Abwehrtaste, aber... Ja, jetzt, aber das bringt nichts. Super. Okay, dann kann ich es auch vergessen. Au. Oh Gott, der haut ganz schön rein. Naja, hinter mir steht ja immer noch die Kiste, die habe ich ja nicht aufgemacht. Hab hier, du gehst mal auf den Sack. Aua, boah, alter Falter. Geht doch. Sagen der. Gibt ja gar nicht mehr nach. Naja, machen wir ihn mit einem schönen Move. Fertig. Kaboom. Das ist doch schön. Okay, jetzt brauche ich die Kiste nicht mal. Gar nicht mehr, weil. Er hat mich schon komplett aufgeladen. So, jetzt kommt wieder Spider-Man. Oder Indiana Jones, egal. Tada. Speicherpunkt, den ich mal wieder gekonnt ignoriere. So, ein toter Mensch. Den ich weder hauen kann, noch kann ich ihn irgendwie packen. Dass diese Knochen hier immer hier liegen bleiben, glaube ich kaum. Da tropft es von der Decke. Ich will nicht wissen, warum. Vor allen Dingen rot. Ja, wusste ich doch. Als ob ich es nicht geahnt hätte, dass ich hier nicht alleine durch diesen Gang laufen werde. So, kaputt. Auch kaputt. Die sind aber sehr, sehr easy, die Gegner. Die halten nicht viel aus. Teilen nicht viel aus. Angenehme Gegner, würde ich mal sagen. Die liegen überall Körperteile rum. Okay. Haben also schon viele versucht, die Mauren zu erreichen. Nur wenige haben es geschafft. Wahrscheinlich gar keine. Wahrscheinlich ist Kratos wieder der Erste. Der ist ja immer der Erste. Oh, der Erste, der einen Gott getötet hat. Also ein Mensch, der einen Gott getötet hat. Okay. Cool. Okay. Wo führt uns dieser Weg hin? Ah, hier sind wir wieder. Ja, genau. Da seht ihr, das war dieses Rätsel mit den zwei Statuen, wo wir die Strahlen, die aus den Augen gekommen sind, unterbrochen haben. Weil hier sind wir jetzt wieder, genau wegen diesem Gang, denn wir haben ja jetzt das goldene Vlies an unserem Arm. Das heißt, wir können dieses Feuerding hier zurückschleudern. Genau so. Bam! Und haben einen neuen Weg. Ja, so einfach geht das. Zu dem müssen wir jetzt allerdings erstmal rüber. Ja, Kratos ist nicht gerade der Schnellste im Wand entlang gehen. Aber das macht ja nichts. So, okay. Da ist Abgrund, da ist Kisten. Da ist Kisten, ja. Deutsch ist immer gut von mir. Aber ich bin fast voll, also Energie fehlt mir nur ein wenig, aber da mache ich jetzt keinen Aufstand für. Wahrscheinlich werde ich es gleich bereuen. Ich mich kenne. Okay, geht's nicht weiter, aber hier. Ah, Bogenschützen. Okay, kein Problem. Aha, sind wir jetzt an der Unterseite des Tempels sozusagen, oder wie? Oder an der Oberseite? Ich weiß gar nicht, wo wir uns jetzt gerade befinden. Weißt du, Gegner, die dann auch noch durch Bogenschützen unterstützt werden. Ja, darf ich bitte auch mal was machen? Hier, guck mal, ich versteiner dich. So. Tot. Okay, jetzt brauche ich aber meinen Bogen. Wegen den nervigen Gegnern da drüben. Danke. Okay. Dann geht's halt, obwohl, kann man die hier kaputt machen? Kann ja sein, dass sich irgendwo dahinter mal wieder eine Kiste versteckt. Oder auch nicht.
Gut, dann schwingen wir einfach mal. Hiha! Wartet kurz. Uff. Nee. Ja, man muss ja mal alles ausprobieren. Aber kann man da hoch? Ja, da sind Kisten. Ich will da hoch. Ach, okay, vielleicht an der anderen Seite. Das heißt, mal wieder zurückspringen. Dann vielleicht so da hoch. Weil da stehen zwei schöne Kisten. Und eine davon leuchtet nicht. Das heißt, da ist wieder... Oh, irgendwas ist drin. Wie soll man denn da hochkommen? Ich hasse sowas. Der kann da dran klettern. Aha. Okay, dann weiß ich, wie man da hochkommt. Aber das sieht doch jetzt nicht echt nicht aus wie eine Wand, an der man klettern könnte. Naja. Burgonenauge. Okay. Gut, dann geht's weiter. Ja. Okay, noch mehr Gegner und noch mehr Bogenschützen. Egal, die Bogenschützen sind Geschichte. Der Gegner hier auch gleich. Aber er lässt mich nicht angreifen. Ah! Lass mich los! Ach, komm schon. Ach man, musst du eigentlich immer so viel abwehren? Geht doch. So, und zack. Tot. Alles klar, jetzt klaue ich mir aber mal ein bisschen Energie. Kann ja nicht schaden. Genau, ich wusste es nämlich. Als ich das letzte Mal bei diesem Strahlenrätsel war mit dieser Figur, da habe ich ja gesagt, ja, das habe ich schwer in Erinnerung. Dabei war es Pippi einfach, weil es nämlich das hier war, was nicht so einfach war. Genau, es gab nämlich zwei davon. Und irgendjemand hat gerade mit mir geredet. Also im Spiel jetzt, nicht hier. Hier redet niemand mit mir. Ach man, das sind wieder die im Boden Versenkviecher, wie ich euch hasse. So, dafür habe ich jetzt mal eure Schläge abgeblockt. Ja, ich weiß, wo die Blocktaste ist. Okay, ich weiß es doch nicht. Boah, warum halten die so viel aus? Wieso hast du jetzt nichts gemacht, Kratos? Boah, ey. Das gibt's doch nicht. Wieso halten die so viel aus? Ist doch nicht wahr. Ich verstehe es jetzt gerade echt nicht. Da jetzt schon mindestens... Ach, geht doch, ey. Es war aber auch eine schwere Geburt jetzt gerade hier. Boah, ihr gehört jetzt schon zu den nervigsten Gegnern, die es gibt in dem Spiel. Wirklich, da sind die Harpien ja ein Scheißdreck gegen euch. Ja, die Harpien sind wirklich viel besser. Boah, geht doch. Heilige Kacke. Okay, gut, da hinten ist zwar ein Speicherpunkt, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Teile es werden. Mal sehen. Aber, oh nein, wo kommt der denn jetzt her? Ist doch nicht wahr, ey. Nicht schon wieder so ein Vieh. Bitte lass aber nur der sein, nicht noch zwei, drei. Oh, ich hasse die Viecher. Genau deswegen, weil die sich immer wegteleportieren hier. Man trifft sie nicht gut. Vielleicht trifft der Hammer ja besser oder haut ein bisschen besser rein. Ja, tatsächlich. Okay, dann werde ich nächstes Mal den Hammer nehmen. Ich bin gefangen. Bitte hilf mir. Ja, ich muss sie aber erstmal finden, Kumpel. Was haben wir denn hier für einen Raum? Okay, mit großen Ketten. Bildern von nackten Männern. Da liegen Tote. Hier sind nur Truhen. Da geht es aber weiter. Was fehlt mir denn? Energie fehlt mir natürlich durch diese ekelhaften Drecksviecher von gerade. So. Okay. Sonst ist hier nichts. Was haben wir denn hier? Ach, wo war der Gang denn jetzt? Hier. Okay. Was haben wir denn hier so Tolles? Okay,
Okay, wieder was zum Verschieben. Oh, natürlich. Ach nee, stimmt, die gibt's ja auch noch. Oh nein, die gab's ja auch noch. Genau, diese komischen Beschwörer. Bevor man die nicht getötet hat, beschwören die immer neue Viecher. Und die können sich auch wegteleportieren. Und die halten auch unglaublich viel aus. Okay, er ist tot. Aber er hat mich irgendwie gelähmt oder irgendwas gemacht. Ah, hier ist irgendwo noch einer da. Ja, genau, direkt zwei. Also langsam übertrieben, treiben die ein bisschen mit ihren Gegnern. Ich weiß auch gar nicht, was sie da rufen. Boah, darf ich mich jetzt bitte bewegen? Oh, ja, die kosten einem den letzten Nerv, ey. Diese ekelhaften Penner. Wo ist denn der andere jetzt davon? Da waren noch eben zwei. Okay, der ist tot. Wo haben wir denn den anderen? Da. Ja, genau. Bin ich auch. Okay, tot. Gut, hätten wir das Schlimmste schon mal überstanden. Jetzt kümmern wir uns nur noch um die. Hier, die dürfen ja eigentlich schnell gehen. Naja, einigermaßen schnell. Ich mag das goldene Vlies. Ach ja, das ist wieder der Rachenuntersucher. Tot. Ach, hau ab mit deiner Axt. Da, bitte. Kannst du wieder haben. So, und dir gucke ich noch einmal in den Hals. Und tot. Okay, war es das? Ja, war. Okay, ich muss irgendwie da hochkommen, habe ich das Gefühl. Gut, wir haben hier einen Hebel, der etwas nach oben fährt. Ich glaube, ich weiß, was man damit machen muss. Weil das, wenn ich das loslasse, fährt es nämlich wieder nach unten, ne? Ja. Natürlich. Okay, ich glaube, ich muss nämlich den Aufzug stoppen. Das heißt, ich muss das nach oben fahren, soweit wie es geht, und dann schnell die Statue drunter schieben. Damit das Ding nicht ganz nach unten fahren kann. Aber muss ich da nicht auch noch eine Statue drauf schieben? Ich glaube schon, ne? Weil ich komme sonst nämlich gar nicht da hoch. Ja. Genau, okay, dann muss ich halt noch eine da drauf schieben. Okay. Machen wir das halt so. Und dann brauche ich halt noch eine von hier hinten. Deswegen stehen hier auch zwei, die man bewegen kann. Oh, am Ziel vorbeigeschlittert. Okay, so. Und das Ding nach oben fahren. Und schnell runterschieben. Sehr gut. So, eine eigenhändig gebaute Treppe. So, jetzt sind wir hier oben und ich muss aber erstmal Tschüss sagen, weil die Zeit ist schon wieder um und da wir noch keinen Speicherpunkt gefunden haben, gibt es noch eine Folge. Juhu, bis dann.